gegangen. Heute geht's los in den lang ersehnten Urlaub nach Kanada zu Mama. Wir haben jetzt kurz vor 6. Ich filme gerade mit dem Handy, deswegen kann ich euch keine Uhrzeit zeigen. Mein Taxi kommt um 7:15. Um kurz vor 8 geht mein Zug. Und dann bin ich um 11, glaube ich, in Frankfurt. Und dann geht mein Flieger, soweit ich weiß, um 2. Aber da muss ich nochmal nachgucken. Aber ich habe auf jeden Fall genug Zeit. Also ich habe mehr Zeit eingeplant, wie man eigentlich braucht. Ja, das war jetzt nur so eine kleine Begrüßung. Ich melde mich später nochmal, wenn es dann losgeht. Vielleicht im Zug oder so. Oder blende euch ein paar Clips ein. Ich habe gerade. Kennt ihr das, wenn ihr einen Aal im Mund habt? Ich finde das immer ultra ekelhaft. Ja. Ich melde mich dann, wenn ich im Zug bin. Vielleicht blende ich mal ein paar Clips ein oder in Frankfurt am Flughafen. Kurz vorm Abflug möchte ich mich auf jeden Fall auch nochmal melden. Und im Flugzeug vielleicht ganz, ganz kurz mal. Und ja, mal schauen, ob mein Akku heute 2 Tage durchhält. Eigentlich ja 2 Tage, weil ich fliege oder bin heute 22 Stunden unterwegs. Und falls ihr das Ding hört, das ist mein Schatz, der ist gerade unter der Dusche. Ja, auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt an. Ich habe, beziehungsweise habe mich schon angezogen. Ich habe ein T-Shirt an, Jogginghose, ganz gemütlich, weil ich habe keine Lust auf Jeans. Und jetzt mache ich noch meine Haare und entferne noch den Rest Make-up, den ich im Gesicht habe, weil ich nämlich ohne Make-up fliege, weil ich gehört habe, dass es besser sein soll für die Haut. Genau. Und ja, dann sage ich mal, bis später. Ja, und wie ihr anhand des Videos oder des Videoclips sehen könnt, war ich zu der Zeit schon am Frankfurter Flughafen. Ja, ich kam wie geplant an und hatte somit noch wahnsinnig viel Zeit am Frankfurter Flughafen Bahnhof und musste relativ lange auf eine Frau warten, die mich dort abgeholt hat, aber sie hat es sicher getan. So, und jetzt seht ihr, ich bin gar nicht mehr im Flugzeug von Frankfurt, sondern ich fliege schon von Montreal nach Edmonton zu meiner Mama. Und der Flug ging 15 Stunden und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon 24 Stunden auf den Beinen und deswegen habe ich mich euch nicht gezeigt. Ich war an dem Tag auch super, super fertig, habe mich nur noch gefreut, dass ich da war und ja. Das war sozusagen mein kleines kurzes Video. Mehr konnte ich euch leider nicht mitnehmen und ich konnte mich auch so an sich bei euch nicht melden, weil ja, es sind einfach fremde Leute im Flugzeug, es sind Stewardessen im Flugzeug, es sind überall fremde Menschen, es ist überall laut. Aber ich hoffe, dass euch das kleine kurze Video trotzdem gefällt und ja. Thank you.
Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh! How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool. To my friends, think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh! How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken?